Der ARD-Radio-Tatort. Kasse, ci sei cosa venne, doctor. Es wird's nicht für so einen Anderstieg fallen. Da werden wir Köche. Soll ich euch schicken, habe ich gesagt, sie fix noch mal. Kollege? Nächsten. Was ist mit Kollege, Kollege? Ist schlimm? Geht gut, Dern? Ja, hab ich dir doch gesagt, der ist versorgt. Los jetzt weiter. Scheiß Kanacken. Untersticht Ober von Robert Hültner. Also tut mir leid, der Name sagt mir gar nichts. In unserem Hotel soll der gewohnt haben. Hier, diese Foto. Aha, nein, kenn ich nicht. Wie kommen Sie überhaupt drauf? Hat er geschrieben, wohnt im Hotel. Hotel in Brook am Inn. Ach geh, in meinem Quiz nicht. Ein Arbeiterbaracken sind wir nämlich nicht, gell? Und jetzt ging ganz bisschen, stehen Sie mir nicht weiter die Zeit, ja? So, Kathi, ist das wahr, was mit Nanni sagt? Der Kiosk soll weg, weil er gerade da die Zufahrt zur neuen Tiefgarage kommt. Ja, spinnen die. Da, der Zeitung. Merci, Nanni. Ich weiß nichts davon. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dir nichts gesagt hab. Nanni. Das ist nicht wahr, Kathi, gell? Ja, red halt. Sind da. Wenn einer bei der Stadt arbeitet wie ich, dann weiß der praktisch schon gar nichts. Und davon, dass eine gewisse Person mit Baufirma schon den halben Bauausschuss eingekauft hat, weiß er gleich überhaupt nichts. Vierte. Vierte. Person mit Baufirma. Wen meint denn der? Den Leintaler vielleicht? Wen sonst? Denken bitte nach. Petrov, Dejan, hier gearbeitet, an Baustelle. Muss gewohnt haben hier. Sie schauen, Foto, ha? Nerv mich nicht. Ich kenn keinen, wo du warst. Und das Foto da sagt mir erst recht nichts. Bei welcher Firma hat gearbeitet? Name Petrov, Dejan. Guten Tag. Entschuldigung, kann ich jetzt... Nächsten! Naus! Aber gesagt, soll Büro putzen. Aber nicht jetzt, Blunzenbläde. Ja, aber gesagt, Naus, soll... hab ich gesagt! Entschuldigung. Petrov, Dejan. Sag mal, wascht das Balkanesen-Schwerl eigentlich nie eure Ohr waschen? Ich kenn den nicht. Und jetzt Obmarsch, Spezi, ja? Hör zu, Idiot. Du lust. Ich sehe im Gesicht. Weiß ich, der hier gewohnt. Du sagen, wo er gearbeitet. Name, Adresse, Telefon. Was schätzt, wie lange das dauert? Sag, Rudi. Circa halbe Stunde. Ist er eigentlich hart okay, mit dem Fußball aufzuhören? Okay, ihr Mensch. Was willst du machen, wenn du jetzt das zweite Training in der Schicht ausfallen lassen musst? Suchst du was anderes dafür? Vielleicht habe ich ja schon was. Sag. Ich hab wieder mit dem Schaufkopf angefangen. Karten spielen? Das ist einfach nicht besser, aber nur sportlicher. Geht's echt nicht mehr. Ist raffinierter, wie sie so manchmal ignorant vorstellt. Merci fürs Kompliment. Ja, habe ich Ignorantin gesagt. Hab's trotzdem kapiert, danke. Sag, dass sie einen Kiosk abreißen wollen, hast du das schon gehört? Okay, du spinnst. Kannst du dir das vorstellen, der Brucker Stadtplatz ohne Nanni? Lass den Hund aus. Lass den Hund aus. Handy. Hab's gehört. Lass den Hund aus. Ja, Eger. Du? Ja, ich bin's. Kuhlmann 12-3 von Zentrale, kommen. Kuhlmann 12-3, Standort Karosserecke Schlossgasse. Was gibt's, kommen? Mhm.
Ja. Die Fahrt zum Manöver zur neuen Grundschule, wie es ausschaut. Genau. Gibt sogar einen kleinen Aufstand. Schulsekretärin hat auch gerade verkommen. Aufstand für die Schulkinder. Kommen. Gerne. Nein, von ein paar Eltern. Irgendwas mit Schädlingen. Jetzt schaut's halt einmal nach, Ende. Sind schon unterwegs, Ende. Nein. Was gehört? Du auch. Du, da ist jetzt gerade ein Einsatz reingekommen. Ich muss leider Schluss machen. Ja? Tja. Das ist eine neue Schule, oder? Wäre gerade wieder bedrängt, der arme Rudi. Von der Damenwelt. Geht das wieder los? Wenn sich das nicht ändert, ja? Dann nehme ich mein Kind von der Schule. Lebensgefährlich ist es. Wirklich wahr. Jetzt beruhigen Sie sich, bitte. Für Tiefgaragen, da haben Sie Geld. Aber für die Gesundheit von unseren Kindern nichts. Wir haben doch schon alles eingeleitet. Der Herr vom Bauamt muss doch jeden Moment hier eintreffen. Bitte schön, jetzt gehen's einfach. Sie bringen doch unseren ganzen Betrieb durcheinander. Das würde Ihnen so passen. Gut, meine Hand. Ah, Polizei. Oder auch Zeit. Um was geht's? Ein Skandal ist das. Ein einziger Skandal. Direkt lebensgefährlich ist es. Ich möchte Anzeige erstatten, Herr Wachtmeister. Zigmal haben wir uns schon beschwert und nix ist geschehen. Jetzt einmal langsam, bitteschön, ja? Kann uns erst einmal jemand erklären, um was das überhaupt geht? Es gibt Ratten. Ja, Sie haben richtig gehört. Ratten. Auf dem Schulhof. Und nichts wird unternommen. Ist es wahr? Ja, vor ein paar Wochen haben einige Kinder erzählt, sie hätten eine Ratte gesehen. Da, unterhalb vom Pausenhof. Mach es was. Und was? Ich meine, Sie wissen schon, dass wir von der Polizei sind. Und nicht von der Schädlingsbekämpfung. Aber für die öffentliche Sicherheit sind Sie zuständig, Herr Wachtmeister. Ja gut, schauen wir heute mal nach. Ach, da ist ja endlich der Herr vom Bauamt. Gut, Bernhard. Na, reden Sie wieder einmal. Sheriff, servus. Otti! Wo ist der Zahner? Da wird er langsam Zeit. Gut, dass du da bist. Aber ich sonst nichts anderes zum Tor hab, oder? Der Bauerschuss scheißt sie in die Hosen, möchte eine Expertise nach der anderen, aber wurscht. Kriegen wir schon. Und können wir reden? Gehen wir in den Container. Von mir aus. Also, der Brunner hat die angerufen. Was wollt ihr denn? Da fahren wir uns, glaube ich. Ich bin Sheriff Nerzin noch mal geil wegen Neulich. Für was? Ja, weißt doch. Samstag auf die Nacht. Komm mich nicht erinnern. Samstag auf die Nacht? Wie die aus dem Bruckbreiter. Komm mich nicht erinnern, habe ich gesagt. Und du auch nicht, Hattie. Kapiert? Ist da das Vieh gesehen worden? Neben dem Holunder, ja? Na, ist da irgendwas hingeschmissen worden? Fleisch, Knochen oder so? Also bitte, ja. Wir entsorgen unsere Abfälle vorschriftsmäßig. Ja, ich mein bloß, dass Frau vielleicht einmal ein Schulkind sei, wurscht sie mich. Du, Hattie, schau einmal. Das Loch da, unter dem Busch. Ja, das ist der Sickerauslauf von der Drainage. Ich hab's letztes Mal schon gesagt, dass die ein Pfusch ist. Im Keller ist auch seit einiger Zeit feucht. Kann sein, dass sie Ratzen da drinnen ist, Baden. Ist unwahrscheinlich. Ein Ratz ist da, wo es was zum Fressen gibt. Aber Fließwasser ist wie eine Drainagebaut geworden ist. Höchstens, wenn die Rohr verstopft sind. Dann würde ich als gelernter Laie mal vorschlagen, dass wir wenigstens einmal nachschauen. Okay, Sheriff. Kann ich probieren. Aber eigentlich ist es die Gewährleistung von der Firma Leintaler. Jetzt pass mal auf. Du tust erst einmal gar nichts. Verstanden? Aber der Brunner hat ihm doch meinen Namen gegeben. Ach, Arschloch, versuff was. Jetzt scheißt er nicht in den Hosen. Wenn der Kanak dich fragt, dann machst du verständnisvoll, aber du weißt von nix. Was ist denn da das Problem? Mensch, hört man doch bloß nicht. Hör auf mit der Winselei. Was hätte man denn da sollen? Wir waren alle da gewesen. Da kriegt keiner was raus, glaub mir's. Aber die anderen, wenn er die findet? Erstens, die zwei wissen ja kaum was. Zweitens sind schon längst weiß Gott wo. Und drittens werden sie sich gut überlegen, ob sie überhaupt was sagen. Mach dir keine Sorgen. Du tust, was du allerweil tust, gehst normal unter die Leute, sprichst Schafkopf mit den Spätzl. Du kannst bei der Gelegenheit ein bisschen die Ohren aufsperren, wer im Bruck meint, dass er gegen die Tiefgaragen hetzen muss. Oder hast du schon einen Visier, der es mei aufreißt? Nein, ich vom Kiosk. Die alte Hex. Töten gehört der Rotzünd. Aber Franz, mich pressiert, sie muss ins Rauf aus. Ich meine, wenn die anderen zwar nicht mit der Polizei, aber mit dem Kerl reden. Der Brunner hat gesagt, er ist zu allem fähig. Du hast recht, Otti.
ein bisschen ein Risiko bleibt. Sag ich doch. Ja, dann lass dir was einfallen. Vergiss nicht, dass du der Bulli gewesen bist. Hättest die Vorschriften eingehalten, wäre der Schlamassel gar nicht passiert. Jetzt weiß ich. Und du hast doch... Was soll denn das jetzt? Das soll bloß heißen, Otti, dass die Geschichte dein Problem ist. So, und jetzt muss ich weiter. Ich verlasse mich auf dich. Ungefähr, ja. Fühl mich ja gleich viel sicherer. Du, Rudi, ich wollte dich fragen. Moment, Rudi. Bleib kurz dran, gell? Ja, hallo? Fertig, liebe dich. Koloman 12.3, Standort Parkplatz Lauferburg. Dringend gerade kurz ein Kaffee. Was gibt's kommen? Alte Lent, okay. Was ist denn für ein Wagen kommen? Ich bin noch am anderen Handy, gell? Brauner, älterer, kurzer, deutsches Kennzeichen. Kann aber sein, dass sich die Person überall auffällt bei der Meldung von einem Süd. Entschuldige, Rudi. Wo waren wir gerade? Okay, wir schauen uns an. Ende. Jetzt kommt kein Funk rein. Ach so. Hab Nachtschicht, okay? Oh, schon fertig mit deinem Gesitz. Lass mich zufrieden. Die muss dir ins erotische Delirium treiben, dein Ex. Wie wär's mit Schalten? Hallo? Jemand da? Hallo? Nicht gestohlen. Okay. Halter, kommen. Petrov, Paula Emil, Theodor Richard Otto Doppel Friedrich, Vorname Biro, Wohnsitz Herne, NRW. Co-Eintrag, kommen. Alles klar, dank dir. Ende. Ende. Alles okay, keine Fahndung. Ich hab's gehört. Leuchte mal auf die Rückbank. Kann das ein Schlafsack sein? Ist aber nicht verboten. Abschleppen? Ist überhaupt Parkverbot? Du, ich weiß bloß, dass Campen da herunter untersagt ist. Ach, scheiß Schnappen. Ist sich aber kein, der campt. Na, schauen wir halt später nochmal her, oder? Nein, entschuldigen Sie, Herr Doktor. Wir kennen uns lang genug, Sie wissen, dass ich mit angemessener Kritik leben kann. Was sich aber Ihr Herr Czermak heute wieder mit seiner tendenziösen, jawohl, tendenziösen Umfrage zum Tiefgaragenprojekt geleistet hat, das kann ich nur noch als unfair bezeichnen. Und das kann, Herr Doktor, in aller Offenheit, ja, und muss ich nicht hinnehmen. Der Dr. Faltermeier, mit dem ich neulich gesprochen habe, ist ebenfalls ziemlich enttäuscht. Er überlegt sich, ob er seine Anzeigen in Zukunft nicht doch besser woanders platziert, sagt er. Wenn diese Berichteschreiberei nicht war, kannte mein Job echt mingen. Dann brauch doch eine ruhige Schicht letzte Nacht. Verschreien nicht eine halbe Stunde haben wir noch. Die werden wir auch noch überstehen. Ein Schafkopfspieler hat halt Kondition. Sagen wir mal so, wenn einer davon nichts versteht, dann... Da ist die nicht. Wir haben früher auch mal Runden gehabt. Nur Frauen. Okay. Was geht? Nix geht. Gehört ja praktisch zum bayerischen Kulturerbe, oder? Ein wunderschönen guten Morgen wünscht wieder Ihr Radio Wienwelle. Am Mikrofon wie jeden Morgen Ihr Gottfried Czermak. Einen erfreulichen Abschluss konnte die gestrige Jahresversammlung des DSV Prokom-Inn verzeichnen, nachdem erster Vorstand Max Wimmer zunächst von einem bedauerlichen Mitglied
Stunden berichten musste. Des Zuschusses für die Renovierung der Platzduschen seitens der Stadtverwaltung wieder vertröstet worden sei. Umso größer der Beifall, als sich Fördervereinsvorstand Franz Leintaler spontan zur Übernahme der Kosten bereit erklärte. Franz Leintaler? Ich sehe mich in der Verantwortung. Waltermeier dafür. Vor so viel beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement, das unser Herr Leintaler hier zum Ausdruck gebracht hat, kann man nur den Hut ziehen. Koloman 12 von Einsatzzentrale. Kommen. Koloman 12 von Einsatzzentrale. Na. Koloman 12 hört. Gemeldet wird leblose Person, männlich. Angegebener Auffindeort Auerwald, ca. 150 Meter von Eingang Alte Lend, Bruck. Kommen. Leblose Person, Auerwald, ca. 150 Meter von Eingang Alte Lend. Kommen. Richtig. Anrufer wartet an Eingang. Okay, ich schicke einen Wagen zur Erstsicherung. Ende. Rudi, Center. Einsatz. Der Richard und der Roland, die lösen euch ab, sobald sie da sind, ja? Okay, Kollegen. Auch ohne Obduktion können wir, denke ich, schon mal davon ausgehen, dass wir es A. mit einem höchst dilettantisch als Unfall kaschierten Gewaltverbrechen zu tun haben. Bevor das Opfer ins Wasser gefallen oder geworfen worden ist, sind ihm erhebliche Verletzungen im Kopfbereich beigebracht worden. Sowie B. dass Fundstelle nicht gleich Tatort ist. Dann auch schaut's aus, ja. Was die Tatzeit betrifft, so haben wir erste Hinweise, dass sie etwa zwischen... Ein Schluck, Ewald. Nee, danke, kein Kaffee. Mein Magen. Dass sie vorgestern Abend zwischen ca. 21 und 3 Uhr eingegrenzt werden kann. Weiter. Identität des Opfers. Was wissen wir da schon? Wenn der Corsa, den die Kollegen vor kurzem kontrolliert haben, dem Opfer zuzuschreiben ist, dann könnte es sich um einen Mann namens Petrov handeln, Vorname Miro. Vom Alter könnte es hinkommen. Da warten wir aber noch auf die Bestätigung von den Kollegen im Ruhrgebiet rum. Petrov? Russe oder was? Bulgari. Aber in Herne droben seit ein paar Wochen ordnungsgemäß und mit Arbeitsgenehmigung gemeldet. Ist aber, wie gesagt, noch nicht... Was sagt die Spusi? Hinweise zum Tathergang? Tatwaffe? Der Uferbereich wird gerade abgesucht. Bisher wissen wir bloß, dass er geraucht haben muss. Die Schrift auf der Schachtel ist kyrillisch. Könnte also bulgarisch sein. Na gut. Dann lasst uns doch... Ja? Das Fax ist gerade reingekommen. Kripo Herne. Ah, geben Sie. Ja, ja, ist unser Mann. Petrov Miro. Danke, Kollege. Gut. Dann kommen wir zum eigentlichen Tatort. Sehe ich das richtig, dass wir da noch immer ein Stück weit im Dunkeln tappen? Wo ist denn das da hinten, der Bau? Eine alte Lagerhalle. Sollte eigentlich schon längst abgerissen worden sein. Da, das Gras nicht da drin. Kann da noch gegangen sein. Bei der Sünder. Ist es nicht? Man sieht das Kant. Das sieht doch aus wie... Der Tatort dürfte damit zweifelsfrei feststehen. In der Halle konnten frische Blutspuren gesichert werden. Nicht zuletzt zwei Zigarettenkippen jener Marke, die wir auch beim Opfer gefunden haben. Von Interesse dürfte auch diese Ansichtskarte aus einem PKW sein. Vorne eine Stadtansicht mit der Aufschrift Grüße aus Bruck am Inn. Abgestempelt wurde sie hier und gerichtet ist sie an eine Adresse in Bulgarien. Text wird gerade übersetzt. Dann würde ich sagen, sollten wir uns langsam Gedanken über ein mögliches Motiv machen. Haben wir da erste Anhaltspunkte? Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als erstmal das LKA zu bitten, die Kollegen in Bulgarien zu kontaktieren. Na, schöner Gruß. Das kommt an.
Kathi, bring's mir ein Dunkels. Hab ich die Ehre benannt? Servus, Hatti. Wie geht's? Wie steht's? Geht schon. Muss gehen. Grüß dich. Gute. Du kommst mir gerade recht. Zu was? Bei der Drainage von der Grundschule. Okay. Da hast doch du einen Polier gemacht, hä? Gute, du gibst. Ja. Wieso? Weil es wahrscheinlich verstopft ist. Verstopft geht doch ganz spät. Wenn er das sagt. Im Keller feuchtelt es auch schon. Ach so, ein Schmarrn. Hast du viel Mission Impossible gesehen, Otte? Hier, meine Herrschaften. Die Übersetzung der Ansichtskarte. Empfänger ist ein oder eine Petrov Ioan in Bratsigovo, Bulgarien. Und der Text... Liebe Grüße an euch alle zu Hause. Es geht mir gut und ich wohne sogar in einem Hotel. Aber die Arbeit ist nicht leicht. Zum Geburtstag unserer lieben Großmutter werde ich bestimmt kommen. Es grüßt euch Dejan. Hä? Find, das hört sich harmlos an. Ja, gut. Arbeiten, das kann vieles bedeuten. Ein Code? Meinst du da sowas? Mein Bauch sagt nein. Der hat leider keine Beweiskraft. Außer dafür, dass du der bayerischen Küche nicht gerade abgeneigt bist. Ist lustig, ja. Ja. Was für eine so... Ach so, Kripo. Ja, okay, stellen Sie durch. Halt, Moment. Verstehe ich die Kollegin überhaupt? Kann die wenigstens Englisch? Besser wie mancher bayerische Okay. Ja. Hier, Chief Inspector Kraus. Yes, hello. Nice to hear of you. How is the weather in... Eha, was beim Friseurcenter? Kreuz da. Ja, steht da gut. Sagst denn du, Rudi? Was? Ach so, ja. Ja, ja, passt. Danke. Ja, und strahlen tut's, wie wenn's im Lotto gewonnen hätte, oder? Mir geht's bloß gut. Hat dir doch keiner auf dem Frühlingsfest gestern schöne Augen gemacht haben, hä? Und Windviertel, was meinst auch? Ja, wir freuen uns halt bloß für dich. Gell, Rudi? Sowieso. Nur keine Ekstasen, bitte. Sagt's mir lieber, ist er schon ein Stückerl weitergekommen, unser Hauptkommissar, ein Stück weit? Also, die Kollegin in Sofia, sehr charmant übrigens, aber Fremdsprachenkenntnis, naja, hat die Identität unseres Opfers ebenfalls bestätigt. Interessanter ist, was die Kollegin aus Sofia noch ermittelt hat. Nämlich, dass Eltern und Geschwister des Opfers sich seit längerem auch Sorgen um Dejan Petrov machen, den jüngeren Bruder von Miro Petrov. Von Beruf nebenbei Eisenflechter. Miro Petrov hätte sich noch vor einigen Wochen, Dejan jedoch schon seit mehreren Monaten nicht mehr daheim gemeldet. Wolfi, ja? Ich sehe erst einmal Folgendes. Bulgarischer Bauarbeiter sucht bulgarischen Bauarbeiter, den er ausgerechnet in Bruck am Inn vermutet. Weißt du, worauf du raus willst? Kollege Oettel, Sie haben zwar erst vor ein paar Monaten die Leitung der hiesigen Inspektion übernommen, aber sind Ihnen und den Kollegen im vergangenen Jahr, laut Poststempel der Karte können wir von Mitte bis Ende Herbst ausgehen, bulgarische Staatsbürger aufgefallen? Nix bekannt. Ich habe die Tagebücher extra nochmal überprüfen lassen. Tja, meine Herrschaften, dann wartet wohl wieder ein Stück weit Ermittlungsroutine auf uns. Wer checkt Großbaustellen und beteiligte Unternehmen im letzten halben Jahr? Wer als zweites Hotels und Unterkünfte? Wirklich, da fehlen einem die Worte. Ja, da haben Sie recht, Herr Dr. Faltermeier. Ist doch sonnenklar, dass da diese Balkanbanden hinter dem Mord stecken. Gnä Frau, habe ich nicht immer gesagt, dass diese europäische Osterweiterung ein Fehler war? Lugner, wie oft muss ich dir denn noch sagen... Ich komm halt so gern zu dir, Nanni. Gib her. Also dann... Warten Sie bitte schön noch einen Moment, Herr Doktor. Ich muss Sie noch was fragen. Wie viel sind's denn? 5, 6? Da, dein Pfandgeld. Ja, bei unserer Nanni ist der Kunde halt noch König. Gib's mir dafür. Also, ich muss jetzt wirklich... Wart schnell, Luk. Herr Doktor, wegen der Tiefgaragen wollte ich einer fragen. Und wegen meinem Kiosk. Ich kann gar nicht mehr schlafen deswegen. Wie das denn? Sie fragen, weil mein Kiosk weg soll. Was? Der soll fort?
Das ist ja ein Verbrechen. Sie sind doch auch im Bauausschuss, Herr Doktor, oder? Könnten Sie da nicht was tun? Ich bin doch ruiniert. Der Stadtplatz ohne die Nanni. Ich mache einen Volksaufstand. Bitteschön, Herr Doktor, reden Sie mit den Leuten. Nun gut, ich werde sehen, was ich machen lässt. Ach, da bin ich froh. Dankeschön, Herr Doktor. Der Leintaler Franz muss nämlich nicht allweil seinen Willen durchsetzen, finde ich. Als ob er nicht schon genug Geld hätte, der Geier, der. Mit Verlaub, Frau, da muss ich ein wenig korrigieren. Es gibt wenige in unserer Stadt, für deren soziale Einstellung ich mich so verbürgen kann. Wiedersehen, Gnäfrau. Da könnt ihr lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre. Nanni, da bleibt uns nur noch eins. Eine Revolution. Ja, ja. Wie viel halbe Messen, Luk? Rudi, der will mir jetzt vielleicht die ganze Schicht lang jetzt wieder das Gesicht anschauen. Gibt's neuerdings eine Vorschrift, wie einer zum Schauen hat? Was hast denn? Hab ich dir was da? Wie wär's, wenn's mir einfach mal Ruhe lässt? Haaren wir jetzt überhaupt nicht mehr miteinander, oder was? Seit wann brauchst du denn mich dazu? Was doch andere. Na, das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Dass du nicht merkst, was das für ein Angeber ist. Wen meinst du? Das weißt du ganz genau. Oder wie viel gibt's noch mit denen, du? Ach, den Richard meinst? Weil ich mit einem Kollegen beim Tanzen war, bist du jetzt sauer? War immer schon hinter allem her, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Traust du mir jetzt gerade noch zu, dass ich sowas Notfalls selber entscheiden kann? Doch. Jetzt pass einmal gut auf, Rudi, ja? Erstens, wisst ihr überhaupt nicht, was dir das angeht. Zweitens, brauche ich von dir keine guten Ratschläge. Und drittens, sag ich einen Ton, wenn ich mitkrieg, wie du mit deiner alten Ex umeinander stöpselst. Stöpselst. Merkst du eigentlich nicht, was da gespielt wird? Rudi, die hat dich stehen lassen, weil es gemeint hat, in Berlin drum die Dame spielen zum Kenner. Und wie es dann aber einsehen müssen hat, dass sie für so einen Obergroßkotzbanker doch einen Arsch zweit unten hat, der Typ ihr schon nach einem Jahr fremdgegangen und zum Schluss mit einer anderen auf und davor ist, ist wieder zurückgekommen. Ja, hast du keine Ahnung. Und jetzt muss sie ihr angekratztes Selbstbewusstsein wieder ein bisschen aufpolieren. Zünd da ein Feierl an, schaut dort, dass das Anzünden nicht ausgeht, blinzelt ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die andere. So eine 30 bist du blind. Und winselt dir wahrscheinlich vor, dass sie deine Warenwerte damals ja gar nicht gesehen hat. Ja, sag einmal, merkst du wirklich nichts? Ich kann mir jetzt langsam das Thema wechseln. Aber mir möchtest du Ratschläge geben, immer nur 30G und sogar Vorschriften machen, mit wem ich tanzen darf und mit wem nicht. Bist du mein Vater oder mein Aufpasser? Schmarrn. Was dann, Rudi? Was möchtest denn dann sein bei mir? Houston. Du hast ein Problem, Rudi. War schön, wenn du wenigstens einmal anfangen kannst, es anzuschauen. Rudi, das Leben ist zum Leben da und nicht umgekehrt. Kannst du übrigens wieder Gas geben? Überhaupt kein Problem, meine Herren. Sie tun auch bloß ihre Pflicht. Richtig, der Neubau der Brucker Grundschule ist von der Leintaler GmbH ausgeführt worden. Wieso? Waren da Subunternehmer beteiligt? Sicher. Ist bei Projekten dieses Zuschnitts Uso. Waren auch bulgarische Firmen darunter? Auf keinen Fall. Und dass einer meiner Subunternehmer mit einer bulgarischen Firma zusammengearbeitet hat, geschweige denn, dass es da zu irgendwelchen Unkorrektheiten kommen sein könnte, also das kann ich ebenfalls definitiv ausschließen. Heidi! Ja? Such mir die Unterlagen Grundschule Bruck raus. Bräuchte Verträge plus Abrechnung mit den Subunternehmern und ein bisschen Tempo, wenn's geht, ja? Wir werden sehen. Alles vorschriftsgemäß. Es könnte ohne Ihr Wissen geschehen sein. Das nehmen Sie mir nicht übel, Herr Kommissar, ist Blödsinn. Die Behörden gehen bei Schwarzarbeit mit Recht mittlerweile derart rigoros vor. Sowas zieht sofort den Ausschluss bei den öffentlichen Aufträgen nach sich. Und das würde mich ruinieren. Ich wäre ein Idiot, wenn ich sowas durchgehen lassen würde. Heidi! Ja? Tempo, hab ich gesagt, sehr fix. Rudi, Center, sag mal, was ist denn da eigentlich los bei der Schule? Soll die Brucker Polizei jetzt auch noch Ungeziefer jagen? Diese Geschäftsloberin vom Elternbeirat ruft mich das dritte Mal an.
Das geht mir fast schon langsam auf den Geist. Macht's da mal ein bisschen Dampf, gell? Also wir mit dem Mord im Arbeit drunten nicht schon genug Gaudi hätten. Geht da eigentlich was weiter? Wir erfahren überhaupt nichts. Hält die Grippe uns eigentlich für beschränkt, oder was? Himmel, Herrgott, nochmal. Die rühren sich schon, wenn's uns brauchen. Aber dass so gar nichts gesagt wird. Okay. Um das kurz zu machen. Unser Bulgare hat offensichtlich bei uns seinen Bruder gesucht. Das sollen ja alle zwei Bauarbeiter gewesen sein. Das ist ja richtig. Bloß sind bei keiner Brucker Baustelle in der fraglichen Zeit Bulgaren gemeldet gewesen. Die einzige Firma, die für die Zeit in Frage kommt, ist die Firma Leintaler. Und bei der hat die Kripo alles auf den Kopf gestellt. Kein Ergebnis. Muss vielleicht nichts heißen. Rudi, falls du das vergessen haben solltest, Schupo ist Schupo und Kripo ist Kripo. Wissen wir. Es geht aber irgendwie ein Gerücht um, dass einige Beamten in Bruck damit gerne mal ein Problem haben. Drum ein für alle Mal. Wir unternehmen bloß dann was, wenn wir von der Kripo angefordert werden. Ihr mischt euch da nicht ein. Kapiert? Ihr schaut lieber mal, dass an dieser Schule endlich noch was weitergeht. Doch wieder Kammerjäger. Oh, hör bloß auf. Das kann doch nicht so schwer sein, rauszukriegen, ob bei uns ein Ausländer gearbeitet hat. Das ist schon mal vorgekommen, sei das Leute schwarz arbeiten. Polizeiinspektion Bruck am Inn Raab. Grüß einer. Ein Diebstahl. Und Sie haben bestimmt überall geschaut. Ausländer? Ja, haben Sie einen gesehen? Okay, ja, wir schauen gleich vorbei, gell? Bis gleich. Leideln, das Leben geht weiter. Der alte Hofinger findet wieder mal sein Auto nicht. Ah, Herr Oettl, gut, dass ich Sie noch treffe. Hab eben entschieden, dass wir die Soko Petrov wieder nach Öding zurückverlegen. Ich neige mittlerweile dazu, dass wir es bei diesem Fall mit einer Auseinandersetzung innerhalb der Ausländerszene zu tun haben. Ohne direkten kriminellen Hintergrund. Familie, Ehre und so, Sie wissen schon. Aber da war doch diese Ansichtskarten. Sicher, da ist von einer Arbeitsstelle die Rede. Aber wenn wir es genau betrachten, so behauptet der Schreiber doch nur hier gearbeitet zu haben, nicht wahr? Nein, nein, wir müssen da ganz neu ansetzen. Neben Informationen über den Aufenthalt von Miro Petrov in Herne müssen wir rauskriegen, wie sein Verhältnis zu seinem Bruder Dejan gewesen ist. Als ob es da irgendwelche Konflikte gegeben hat. Und nicht zuletzt, wo der Kerl überhaupt abgeblieben ist. Aber dazu müssen wir ja wirklich nicht mehr hier in Bruck hocken. Also, nochmals danke für die Kooperation, Herr Kollege. Keine Ursache. Und, was ich noch anmerken wollte, war diesmal sehr angenehm, dass gewisse Kollegen nicht wieder meinten, uns erklären zu müssen, wie man richtig ermittelt. Sie scheinen Ihren Laden da besser im Griff zu haben als Ihr Vorgänger. Respekt. Ist Bruck die Bronx Center? Nicht ganz. Auf was möchtest du hinaus? Dass Bruck nicht einmal 10.000 Einwohner hat. Schau, der Bulgare, der war noch keine zwei Tage in Bruck, da hat ihn schon gut gemeint. Wenn sein Bruder aber mehrere Wochen in Bruck lebt und arbeitet, dann soll das keiner mitgekriegt haben. Ja, aber es sind doch bloß die Baustellen von der Firma Leintaler in Frage gekommen. Und bei der ist nichts gefunden worden. Pensionen, Hotel, Privatzimmer war ebenfalls negativ. Der Wolfi sagt, der schult sich bald auf Geisterjäger. Senta, jetzt schon einpacken, das ist doch voll zu früh. Ja, du schau, ist das nicht der vom Bauamt? Ob ich was da hab? Jetzt warte. Ob's wegen der Grundschule schon was unternommen hast, wollte ich wissen. Ja, Sheriff, siehst du, dass ich meinen Kopf noch auf hab? Ich hätte mir die Weiber schon längst abgerissen. Also alles in Ordnung. Also was die Ratzen anlangt, sind die gegessen. Ich mein, Murzen ist, dass der drin ausgeratzt. Also sowas ist mir echt noch nicht untergekommen. Was mir auch nicht gefallen hat, war, dass da ein paar PVC-Splitter rausgekommen sind. Könnte also gut sein, dass die Viecher die Rohr anbissen haben. Dann müsste man von oben aufgraben, aber wenn da beim Bau gepfuscht worden ist, ist es am Leintaler seine Sache. Ich hab's am Otto schon hingekriegt neulich, beim Schafkopfer. Was? Wem? Am Zahner-Otto. Am Leintaler sein Polier. Habt ihr doch gesagt?
Werden wir langsam vergesslich, Sheriff, hä? Habe die Ehre. Immer fleißig, unsere Nanny. Ach, der Franz Leintaler. Wie geht's denn allebei? Dass du nur fragst. Da komme ich jetzt aber nicht ganz mit, Nanny. Na, was ist mir mein Kiosk abreißen wollt's? Abreißen? Aber geh, wer sagt denn das? Da ist doch überhaupt noch nichts entschieden. Okay, ich darf es noch nicht sagen, aber alles, was es da momentan gibt, sind ein paar, wie soll ich sagen, Planspiele. Mit meiner Existenz, ja. Und meine Nerven. Genau, nee. Vielleicht findet sich ja doch noch eine Lösung. Ich meine, für dich. Na, das? Im Einkaufszentrum draußen gibt's noch Leerstände. Ich möchte vom Stadtplatz nicht weg, Franz. Seit mehr als 30 Jahren bin ich jetzt da und davor hat's meine Mutter gehabt. Ich weiß doch, Nanni, ich weiß. Ich hab da allweil meine Mickey Maus und meine Sigurd-Heftel bei ihr gekauft. Und manchmal hat's uns sogar Gurl geschenkt. Und so dankst du's ihr. Ja, ja. Dann sollte vielleicht die Planung da doch noch einmal angeschaut werden. Nicht anschauen, ändern soll's es. Vielleicht könnte man den Kiosk am Platz lassen. Höchstens ein paar Meter verlegen. Und du könntest ja, solange baut wird, den Baustellenkiosk machen. Wäre das was, Nanni? Garantierter Umsatz während der Bauzeit und danach fast an der gleichen Stelle ein neuer Kiosk. So, so. Die Tiefgarage können wir zwei nimmer verhindern. Und helfen kann bloß ich dir. Verstehst? Ja, meinst? Ich meine, das mit dem Baustellenkiosk. Das also muss natürlich erst einmal streng unter uns bleiben, gell? Und wenn ich mich für dich ins Zeug legen soll, dann wäre es natürlich nicht gerade günstig, wenn du bei einem eventuellen Bürgerentscheid oder so am Krampf mitmischst. Lass es durch den Kopf gehen, Nanni. Brauchst du unbedingt wieder einen Anschiss, weil es der Kripo wieder in Quären kommt? Ist dir langweilig? Hast du so ein aufregendes Privatleben? Vor der Meier Zeit geben, da hat man mit dir reden können. Aber nicht so gemeint. Entschuldige. Bitte red weiter. Senta, wo sind denn die Polen einquartiert gewesen, wie der Torturm im Frühjahr letztes Jahr restauriert worden ist? In der Absteigung vom Brunner, glaube ich. Hey, da geht's zur Wache. Ui, glaubt übersehen. Komm mir langsam vor wie ein Schallplatten mit Schwung. Weil wir haben in der Zeit keine Baraber logiert. Aus Bulgarien auch nicht. Schaut's halt selber noch. Da, bis zum Juni ein Schwung Polacken, dann auch eine Partie aus Dings aus Gera. Sind Sie normalerweise voll belegt? Gleich lache ich. Was ist denn da, Herr Brunner, zwischen Mitte und Ende Oktober? Wenn nichts Eidrang ist, wird schon nichts zum Eidrang geben haben. Aha, und da? Ah, Dezember, Januar. Logisch, Winter, hm? Kriegen Sie die Mieter direkt von den Baufirmen geschickt? Hab bloß die Leute vom Leintaler. Dem's Haus auch gehört. Wollte eigentlich neu bauen, aber so lang nimmt das noch als Unterkunft her. Herr Brunner, jetzt einmal anders gefragt. Erna ist schon bekannt, dass sie sich strafbar machen, wenn außerkommen soll ja, dass sie... Was außerkommen? Kommen Sie denn auf so einen Krampf? Es ist immerhin ein bisschen auffällig, dass da ein Belegungsloch ist, nur mitten in der Bausaison. Überlegen Sie halt noch einmal genau, ob es nicht vielleicht... Da gibt's nichts zum Überlegen. Ja. Darf ich jetzt? Siehst nicht, dass du störst? Wart gefälligst! Entschuldigung, wollte bloß fragen, ob... Zupf dich! Hast du gerade Deutsch nicht? Abhauen sollst! Bläde, Britschen, bläde! Jetzt aber, gell? Ist doch wahr. Jetzt hören Sie mal zu, dass man so mit keinem Menschen umgeht. Das ist wahr, ja? Ist meine Sache. Mit wem haben Sie denn bei der Belegung zu tun? Mit dem Herrn Leintaler direkt? Da kümmert sich doch der nicht drum. Das Maß ist eine Poliere.
Hast einer von denen zufällig Zanner? Otte? Cousin? Hat der gelungen? Weiß bloß, dass lange her ist, dass man so ein Depp untergekommen ist. In der Anmeldeliste jedenfalls war nichts Auffälliges. Ja, das ist aber doch logisch. Wenn er oder der Leintaler Schwarzarbeiter gehabt haben, dann werden sie die nicht auch noch eintragen. Aber bei seinem Belegungsplan ist mir aufgefallen, dass die Leerzeiten im Winter anders als im Herbst markiert waren. Einmal Diagonalstrich, einmal X. Ja, da kann er sich auf Zufall rausreden. Oder Unkonzentriertheit. Aber als Beweis für irgendwas, das klappt nicht. Naja. Ein Versuch war es wert. Komm, fahr mal. Aber wie der mit seinem Leid umgeht. Mit der Putzfrau. Warte mal, Rudi. Ich hätte vielleicht eine Idee. Kann ich einmal in Woche kommen, Frau Bollinger? 3 Stunden? Ist nicht viel Arbeit. Sehr sauber, Ihre Wohnung. Und, gemütlich. Merci. Ein Schluck Tee? Danke, aber dann muss ich wieder zu Hause. Wenn wollen, kann gleich Montag anfangen, nach Arbeit bei Herrn Brunner. Ist kein sehr netter Mensch, der Herr Brunner, hm? Ja, immer böse und trinken auch. Immer trinken. Sie sind türkisch, Alten, gell? Türke, ja. Aber kommen von Bulgaria. Viele Türken in Bulgaria. Ha? Keine Kurst? Dann kennen sie ja bestimmt viele Bulgaren, oder? Nein. Wenn ich... Entschuldigung, aber muss ich jetzt... Sonst kennen Sie zufällig einen gewissen Petrov? Alten. Was ist denn? Dejan! Um Gottes Willen. Alten. Haben tatsächlich ein paar Bulgaren beim Brunner gewohnt. Und einer von denen war ein Dejan Petrov. Hab's doch gewusst. Und pass auf, jetzt kommt's. Das Putzmadel Eitenhorst und der Dejan waren ineinander verschossen. Hat natürlich kein Mensch wissen dürfen. Worden ist daraus aber nix, weil der Dejan von einem Tag auf den anderen weg war. Ohne ihr vorher was zum Song oder sie zum Verabschieden. Hat sie rausgekriegt, warum? Oder wo er hier ist. War schwierig, sagt's, weil seine Kollegen angeblich auch nix gewusst haben. Und sie war ja in der Zwickmühle, weil sie es geheim halten hat müssen. Hat sie mitgekriegt, dass der Miro Petrov nach seinem Bruder gesucht hat? Ja. Der Miro ist übrigens auf die gleiche Idee wie wir gekommen. Er hat die Alten ausgefragt und sie hat ihm alles gesagt, auf welcher Baustelle der Dejan gearbeitet hat und wer da die Bauleitung gehabt hat. Der Zanner. Genau. Senta, du bist... Du bist direkt zum Brauchen. Naja, überschlag den nicht gleich wieder. Es ist nämlich ein Haken dabei. Die Alten taugt nix als Zeugin. Keiner in ihrer Familie darf das mit dem Dejan und ihr wissen. Ihr Vater sagt, dass der Schlong. Ich hab ihr hoch und heilig versprechen müssen, dass sie alles für mich behält. Senta. Rudi, du sagst keinem Menschen was. Ende, okay? Gut. So, jetzt bist du dran. Was soll man jetzt machen, Rudi? Senta, du kannst doch Schafkopfen, hast du gesagt. Wie kommst du denn jetzt aufs Kartenspulen? Spinnst du jetzt? Mach mal Schluss, Senta, ich muss einen anrufen. Sagst du mir vielleicht auch noch wen? Einen, der mir noch schuldig ist. Bleiben die anderen halt? Ja, der Schilke hat es wieder im Kreuz und der Veri hat gerade Stress mit seiner Alten. Deswegen habe ich heute einen Rudi gefragt, der Zenta. Hat man gedacht, spielen wir halt einmal unter Polizeischutz? Sagst du ja, weil Lotte, dass ich falsch spiele. Stimmt ja auch. Wer gibt?
Dann lassen wir gleich mal die Damenwelt dran. He? Merci. Spust? Jo, Solo. Scheinsticht. Machen wir es so. Nichts passiert. Gehört mir. Geht schon gut los, was hat die? Die Polizei, dein Freund und Kartler. Sagt, wenn die Geschichte mit den Bulgaren da, weißt du, was umgebracht haben? Weiß man da schon, wer es gewesen ist? Hatti, ich darf nichts sagen. Da geht einmal wieder nichts weiter, hm? Gut, aber es muss unter uns bleiben. Ja, wie wir schweigen können. So was hast du noch nie gehört. Was hat die? Wie ein Leich in ihrem Grab. Sagt schon. Kripo ist nah dran. Oder Center? Ziemlich nah. Ah. Spielen wir jetzt mal weiter vielleicht? Fällt mir gar nicht. Hauen wir zusammen. Keine Chance. Bei der Brutalität? Tja. Herz. Aber kein Schmerz. Ja, aber chills. Machen wir es so. Gehört mir. Also ganz nah sagst du jetzt dran. Es gibt einen Verdacht. Soweit wir wissen, ist schon mehrere. Da werde ich ja gleich ganz neugierig. Spürt jetzt einer aus oder nicht? Ja, aber freilich. Was ist, Otti? Schwächeln wir heute? Bist du ja ganz blass? Lass mir mal Ruhe. Was? Kein Trumpf mehr, Otti? Ja, schaut besser aus. Center? Das könnte teuer werden. Ja, schaut ganz danach aus. Er wird doch nicht in die Schwitzen kommen, unser Otti, weil halt Polizei mitspielt. Also dann ist die Grippe ja praktisch kurz vor der Verhaftung, hä? Kein Zeige, Ati, aber wir sind halt echt privat da. Da. Oh, jetzt wird's ernst. Kann ich nicht mehr. Was ist denn mit dir, Otti? Alter Killer! Kannst du eigentlich überhaupt irgendwas aus der Blätter herreden? Ja, schon. Mich bin ja die Drainage umeinander ärgern, die wo du verbrochen hast. Wenn einer erwatschen möchte, braucht das bloß sagen, gell? Ich möchte bloß ablenken, der Otti, weil ich schlecht ausschaut bei ihm. Und das? Ha! Genial. Aber nicht genial genug. Tja, Otti, kommt halt alles einmal ans Tageslicht. Scheiße. Und dann schauen wir gleich mal, ob der Otti noch was hat. Traust du ihm nicht? Ich weiß nicht recht. Wenn ich ihn so anschaue, irgendwas hält der zurück. Wo ist denn bei dir eigentlich der Schalter, wo man dein blödes Gerät abstellen kann? Jetzt wird's gefährlich. Das ist cool, hab ich auch. Ha, gehört mir. Und gleich nochmal. Oh, jetzt schlägt er aber zu, der Otti. I break together. I do. Na gut. Man soll's einsehen, wenn's aus ist. Der steht nicht mehr auf der Unter. 11, 21 und 4 sind 25. Ja, gegen einen Ober- oder Unter halt keine Chance. Fast wie im richtigen Leben. Wären wir jetzt auch noch philosophisch, oder was? Da hat Zenta doch recht. Beim Schafkopf ist wie im Leben. Wer ein gutes Blatt hat, gewinnt. Und wer keins mehr hat, steigt besser aus. Wenn er gescheit ist. Und bevor es zu spät ist. Wisst ihr, was das mir jetzt dann kennt? Otti, was hast du denn? Wärst du ja allebei noch kassiger. Ich versteh dich halt echt nicht. Leck mich. Na, danke. Dann halt mich lieber ans Bierglasl. Ich möchte echt wissen, was dir heute über die Leber gelaufen ist. Geht's dir nicht gut? Du zitterst auf einmal wie ein altes Weib. Wenn das jetzt nicht bald aufhört, dann könnt ihr auch weiterspielen. Aber was ist denn so arg gesagt worden? Doch bloß, dass er unter selten den Obersticht. Und man bloß gewinnt, wenn man nur einen Trumpf hat. Und man besser aufgibt, wenn man keinen mehr hat. Weil man sonst, Otti, darf es halt. Und das! Jetzt schaust du erst mal, dass du wieder auf den Fuß kommst, Rudi. Mach ich. Hat der Zahner gestanden? Ja, der Brunner genauso.
Alle Bulgaren sind gefunden worden, die der Leintaler damals eingestellt hat. Ohne Anmeldung natürlich, weil das Geld für die Versicherung hat er sich sparen wollen. Geht nämlich ein bisschen knapp her in seinem Laden, weil er permanent andere Firmen unterboten hat. Aber dann ist einmal in der Nacht, der Zanner war der Polier, zum schweren Unfall gekommen. Haben der Leintaler und er natürlich Panik gekriegt, weil da darf nichts aufkommen. Und jetzt natürlich, statt dass den armen Hund ins Krankenhaus bringen, haben sie erstmal auf die Seite geschafft. In der Hoffnung, dass er von selber wieder wird. War aber nicht so. Die sind nur ein paar Stunden später gestorben. Was haben sie da mit ihm gemacht? Der Zanner hat die Leiche in die Baugrube geworfen, die wegen der Drainage noch offen war, und den Aushub draufgeschüttet. Dass aber mit der Zeit Leichengift in die Drainage kommen könnte, was dann die Ratten angezogen hat, hat er nicht bedacht. Und nachdem sich der Verunglückte längere Zeit nicht bei seiner Familie in Bulgarien drunten gemeldet hat, sucht ihn sein Bruder her. Und da muss er irgendwie rausgekriegt haben, dass da was passiert ist. Wie er auf den Zanner gekommen ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber wohl, dass er ihm zugesetzt haben muss. Worauf der Zanner einen Kopf verliert, ihn zu der alten Lagerhalle lockt, hinterrücks niederschlägt und danach probiert, dass es ausschaut wie ertrinken. Jetzt geht's aber am Leintaler hoffentlich angraben, oder? Ist gestern auch verhaftet worden. Behauptet natürlich, dass er von nichts was gewusst hat und schiebt alles auf den Zanner. Dann schauen wir mal, ob ihm das der Haftrichter abnimmt. Aber Rudi, jetzt erklär uns doch du mal, wieso dir der Zanner überhaupt das Bierkrügel über den Schädel gezogen hat. Und wenn's die Wahrheit wäre, Rudi, hätte auch keiner was dagegen. Das ist nämlich schon ein sehr zufälliger Zufall, dass du ausgerechnet mit dem ins Raufen kommst, der sich hinterher als der gesuchte Mörder rausstellt. Weißt du? Wir haben halt ganz normal gespielt und irgendwie, ja, aus heiterem Himmel. So, so. Geh, ich seh's doch, dass er nur ganz schwach ist. Dann gute Besserung noch, Rudi. Die Kollegen schauen nachher noch vorbei. Schön, dass du da warst. Bis bald, Rudi, in alter Frische, gell? Komm gleich noch. Du hast recht. Wie schau ich eigentlich aus? Ihre Gespims mit einem Pflaster. Lass den Hund aus. Lass den Hund aus. Handy. Lass den Hund aus. Ja. Rudi. Endlich. Sag, was machst denn du für Sachen? Im Radio hab ich's hören müssen. Weil du einem ja nie was sagst. Du, ich hab grad Besuch. Ciao. Dass du so unhöflich sein kannst, Rudi. Mei, nimm das perfekt. Untersticht Ober von Robert Hübner. Mit Stefan Bissmeier, Rudolf Waldemar Brehm, Caroline Ebner, Julia Fischer, Robert Gickenbach, Michael A. Grimm, Bojan Greuß, Eisi Gulb, Demet Gül, Wilfried Hauer, Beate Himmelstoß, Brigitte Hoppmeier, Christian Höning, Sergei Kalantay, Florian Karlheim, Christian Lerch, Ines Lutz, Saskia Mallison, Hans-Georg Pantschak, Peter Rappenglück, Gisela Schneeberger, Susanne Schröder, Gregor Berrieger, Sigi Zimmerschied und Stefan Zinner. Ton und Technik Wilfried Hauer, Angelika Haller. Regieassistenz Stefanie Ramp. Dramaturgie Katharina Agathos. Komposition Zeitblom. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010.